jungen Mann vorstellen. Sind Sie einverstanden? Der ist 39 Jahre jung, heißt Mike Kaufmann und hat viele Jahre, 14 insgesamt, Herr Kaufmann, für die CDU in Baden-Württemberg gearbeitet. Und Sie haben vor 2 Wochen einen Aufnahmeantrag bei der AfD gestellt. Warum? So, also mein Name ist Malte Kaufmann. Entschuldigung. Ja, schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ich wollte mal noch zu der Runde sagen. Nee, also, seien Sie mal so lieb. Okay. Die Runde ist schön genug. Ja. Seien Sie so lieb und versuchen Sie mal auf die Frage zu antworten. Also die Warum? CDU hat sich meiner Ansicht nach in den letzten Jahren immer weiter weg von den konservativen Inhalten, für die ich eingetreten bin bei der CDU, verabschiedet, ist immer weiter nach links gerutscht, wird von vielen in der Bevölkerung inzwischen als eine Partei links der Mitte angesehen und deswegen bin ich dann schließlich ausgetreten. Es war nicht nur die Flüchtlingspolitik, sondern viele andere Politikfelder auch, wo sich die Politik entzündet hat. Dann. Hatten Sie das Gefühl, was hier auch angesprochen wurde, dass Sie bestimmte Dinge nicht sagen konnten oder gab es eigentlich die Vertreter, die sagen, also nochmal, Horst Seehofer, hat Horst Seehofer nicht ausgesprochen, was Sie heute auch kritisieren? Ja, also ich würde auch Frau Klöckner einladen, mitzukommen zur AfD, denn ihr Plan A2 ist ja auch schon ziemlich in der Nähe von dem, was in der AfD gefordert wird. Also die AfD greift ja auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung auf, die tatsächlich und real sind und präsentiert alternative Lösungswege zu den etablierten Parteien. Würden Sie, wenn Mitglieder der AfD heute schon darüber nachdenken, auch in Koalitionen mit der AfD zu treten, sagen, das ist eigentlich ein guter Weg und das müsste man machen? Das wird man dann sehen. Also im Moment ist es ja so, dass die AfD eine neue Partei ist. Sie ist gerade dabei, sich zu etablieren in der Parteienlandschaft. Was auch was schön zu sehen ist, ist, dass die Wahlbeteiligung steigt. In den letzten Landtagswahlen hat man das eindeutig gesehen. Das ist ja auch ein Beitrag für die Demokratie. Ich wollte noch sagen, als ich übergetreten bin, habe ich mich intensiv auch mit der Politik der AfD beschäftigt. Vorher hat man Davon mir immer möchte gesagt, ich ausgehen. Genau. Also man hat immer gesagt, dass es so eine Ein-Themen-Partei ist. Da war mal die Euro-Rettungspolitik, jetzt ist es die Flüchtlingspolitik. Aber die AfD hat zu allen relevanten Politikfeldern Antworten und Lösungsansätze zu bieten. Sie ist eigentlich eine liberal wenigstens in wirtschaftlicher Hinsicht ausgerichtete Partei gegen den Mindestlohn, dafür, dass auch die Sozialhilfe gekürzt werden soll, dass Familien irgendwie nicht mehr so viel Geld bekommen sollen. Das nur in Klammern. Das hat Sie offensichtlich auch überzeugt. Gibt es denn für Sie und in Ihren Augen in der Union heutzutage keine Vertretung mehr, die Sie in diese Partei irgendwann mal zurückkehren lässt? Also die AfD ist auch für den Mindestlohn, will ich mal noch kurz klarstellen. Also in der CDU gibt es natürlich auch konservative Stimmen. Da ist der Wolfgang Bosbach, der jetzt leider nicht mehr antritt. Oder Carsten Linnemann, mein ehemaliger Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, Christian von Stetten. Aber die haben einen ganz schweren Stand innerhalb der CDU und werden nicht gehört. Es wird eine Zeit nach Angela Merkel geben. Könnte das eine Zeit sein, in der Sie in die Union zurückkehren oder Nein, in die CDU? Also ich habe mich jetzt für die AfD entschieden. Da läuft gerade der Aufnahmeantrag. Es ist richtig, ich bin noch nicht Mitglied. Es ist ein 4-wöchiger Prozess. Aber ich bin da hingegangen, um zu bleiben, um mitzugestalten, um der Partei auch zu helfen, die neue konservative Kraft zu werden, auf die viele, viele konservative Wähler auch schon lange, lange gewartet haben. So, und dass es in dieser Partei auch Nazis gibt, dass es Menschen gibt, die tatsächlich auch am rechten Spektrum, also nicht wie Jörg Meuthen, sondern beispielsweise wie Björn Höcke, sich eine 100-jährige Geschichte, Herr Cohn-Bendit, zuhören, eine 1000-jährige Geschichte für das deutsche Land wünschen. Macht Sie das ein bisschen furchtsam, in welcher Partei Sie da gelandet sind? Also ich habe mit dem Herrn Meuthen vorher gesprochen, vor meinem Eintritt in die AfD und wollte von ihm klar wissen, grenzt sich die Partei von Rechtsradikalen ab? Ja. Und das tut sie eindeutig. Also ich musste zum Beispiel jetzt auch unterschreiben, dass ich nicht vorher in einer rechtsradikalen Partei oder Organisation war. Da gibt es ein 76-seitiges Pamphlet mit ganz vielen Vereinigungen, die nicht kompatibel sind mit der AfD. So. Und damit glauben Sie, schaffen Sie es auch, sich in der Partei durchzusetzen und Politiker, die eine 1000-jährige Geschichte für dieses Deutschland wünschen, eher an die Ecke zu drängen, wenn ich Sie, oder in die Ecke zu ich drängen, bin wenn in die ich Partei Sie richtig verstanden habe. Eingetreten und würde mich freuen, wenn ich aufgenommen werde. Es ist ja noch nicht so weit, um dort zu gestalten. Deswegen bin ich ja auch Politiker. Ich möchte noch sagen zu der Runde, das bitte gestatten Sie mir noch. Ich finde, den größten Populisten hier ist der Herr Cohn-Bendit, der Andersdenkende einfach pauschal dann abkanzelt, öffentlich wirksam und ständig die AfD in die Ecke von Rassismus und Nazis stellt. Malte Kaufmann. Dankeschön. Wir haben Sie heute sehr bewusst in diese Sendung eingeladen. Das mit dem Mindestlohn lesen Sie noch mal nach und den Rest frage ich jetzt die Runde.
Dr. Kaufmann macht ja, mir ja den Eindruck, dass er nachdenklich ist und dass er ernstzunehmend ist. Ich frage mich nur, Herr Dr. Kaufmann, wenn Sie die CDU verlassen haben, und ich habe auch gelesen, weil Ihnen das Christlich-Konservative fehlt, ja. Da frage ich mich, Sie treten in eine Partei ein, die Homosexuelle zählen lassen will. Eine Partei, die raus aus der NATO will, die raus aus der EU will, eine Nord- und Südeuro haben will. Eine Partei, die Schusswaffen wieder einsetzen will. Und eine Partei, die eine Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland als Diktatorin bezeichnet. Ist das für Sie wirklich das bessere christliche Menschenbild? Also da komme ich schon ins Zweifeln. Und wollen wir Ihnen ganz vielleicht kurz antworten lassen? Ist es dann interessant. Herr Kaufmann? Wollen Sie ganz kurz antworten? Ja, Frau Klöckner, ich finde das alles ein bisschen reißerisch, was Sie jetzt gerade sagen. Die AfD ist eine Partei, die für die Westbindung auch steht. Es steht in den Grundsätzen, die müssten Sie vielleicht auch mal durchlesen, bevor Sie solche Behauptungen machen. Und natürlich ist in jeder Partei, auch in der CDU, sind Leute, die vielleicht dann durch auffällige Aussagen auffallen. Das ist ja bei Ihnen jetzt vor kurzem auch gerade gewesen. Aber ich bin da, um der Partei zu helfen, auf Dauer zu bleiben.